Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 10 und zum Thema Threads. Darauf aufbauend erste Schritte in GUIs. Bei allen Java-Programmen, die wir bisher so betrachtet haben, gibt es eigentlich nur diesen linken Teil. Wir haben einen Prozess und mehr nicht. Wir betrachten jetzt den Fall, dass das nicht der einzige Prozess ist, der unser Java-Programm ausführt, sondern dass von diesem Prozess aus, dass wir da weitere Prozesse starten, die dann eben ihr Eigenleben in gewisser Weise führen, nebenläufig, das heißt nicht unbedingt miteinander synchronisiert. Beide Prozesse laufen dann jeweils wechselweise, auch abwechselnd mit noch anderen Prozessen auf dem Rechner, dann eben auf den Zentralprozessoreinheiten, wie wir das schon eingangs am Anfang dieser Lehrveranstaltung kurz angesprochen haben. Und dieser konkrete Beispiel hier, diese Klasse Random Write Runner, die wir gleich schreiben werden, die bildet einen neuen Prozess, der einfach etwas tut, was mit dem, was im Hauptprozess passiert, gar nichts zu tun hat, nämlich, dass er Zufallszahlen auf einen Output, auf eine Datensenke schreibt, solange bis ein bestimmtes Prädikat nicht mehr erfüllt ist. Diese hier farblich unterlegte Zeile ist die entscheidende Zeile in dieser Folie für das ganze Beispiel. Es gibt in der Java Standardbibliothek eine Klasse namens Thread und Objekte dieser Klasse repräsentieren dann eben solche Threads, solche nebenläufigen Prozesse, die zusammen mit dem ersten, mit dem Hauptthread, mit dem Hauptprozess dann den Gesamtablauf des Java-Programms bilden. Und diese Klasse Thread wird hier eingerichtet, ein Objekt dieser Klasse wird eingerichtet mit einem Objekt einer Klasse, die das Interface Runnable implementiert. Und darin, das werden wir gleich sehen, das werden wir gleich zu implementieren haben, in diesem Runnable wird die eigentliche Logik, die dieser zweite zusätzliche Thread exekutiert, dann zu implementieren sein. Klasse Thread hat eine Methode, eine Objektmethode start und damit wird dann dieser Thread, der von diesem Objekt hier repräsentiert wird, gestartet und führt dann eben das aus, was in der Logik von Runnable liegt. Wie gesagt, die Klasse, die die Logik des neuen Threads realisieren soll, also was dieser Thread eigentlich nun genau tun soll, die muss das Interface Runnable implementieren, und zwar ganz konkret diese Methode des Interface Runnable, Methode Run ohne Parameter, ohne Rückgabe. Und Sie sehen hier ein einfaches Beispiel, einfach nur zur Illustration. Wir geben Zufallszahlen auf eine Datensenke aus. Und zwar merken wir uns, wie viele wir bisher schon generiert und ausgegeben haben. Und wir haben das Stoppkriterium möglichst generisch gehalten. Das heißt also, wir haben hier ein Predicate auf der Anzahl der bisher generierten Zufallszahlen, die wir auf diese Datensenke geschrieben haben. Für die ganzen Bestandteile, die Sie auf der letzten Folie gesehen haben, also das Stoppkriterium, der Zufallszahlengenerator, die Datensenke und die Anzahl der bisher generierten Zufallszahlen, müssen wir die übliche Buchhaltung machen, das heißt also Attribute dafür einführen und diese beim Konstruktoraufruf setzen. Hier sehen Sie ein erstes einfaches kleines Beispiel, was man sich unter so einem Stoppkriterium vorstellen könnte. Diese Klasse CountPredicate könnte man als Stoppkriterium in den Thread, also in das Runnable einfügen, in diesem Run-Write-Runner. Und Sie sehen, der tut nichts anderes als zu prüfen, ob die Anzahl der bisher generierten Zufallszahlen größer ist als eine vorgegebene, im Konstruktor von CountPredicate vorgegebene Maximalzahl. Das heißt also, wenn wir ein Objekt dieser Klasse als Stoppkriterium eingeben in das Runnable, dann wird dieser Thread so lange laufen, bis diese Maximalzahl erreicht ist, und dann ist dieser Thread beendet, weil die ganzen Anweisungen, die in der Methode Run drin sind, damit dann zu Ende sind. Die ganze Methode Run ist damit dann zu Ende und damit der Thread. Hier sehen Sie noch ein zweites kleines Beispiel für ein mögliches Stoppkriterium. Hier die Methode Test bekommt zwar natürlich weiterhin den Parameter vom Typ Integer, aber in diesem Beispiel benutze ich diesen Parameter nicht, sondern dieser Thread läuft so lange,
bis durch den Kalender, also eine gewisse Uhrzeit, ein gewisses Datum und so weiter erreicht ist. Bevor wir zu komplexeren Beispielen kommen, hier noch ein paar nützliche Methoden der Klasse Thread. Nicht mit dem ganzen Methodenkopf jeweils hier aufgeführt, sondern nur mit der Information Static. Damit ist angezeigt, dass es sich hier um eine Klassenmethode handelt, ohne Static dann eben um eine Objektmethode. Methode CurrentThread, fangen wir mit der also an. Diese Methode liefert ein Thread-Objekt zurück, und zwar dieses Thread-Objekt repräsentiert denjenigen Thread, in dem CurrentThread aufgerufen wurde. Das heißt also, damit kann ich jederzeit ein Thread-Objekt bekommen, das meinen Thread, in dem ich mich befinde, repräsentiert, und damit kann ich dann beispielsweise die weiteren Methoden aufrufen, die hier aufgeführt sind. Die Objektmethode DumpStack, angewandt auf ein Thread-Objekt, liefert dann den CallStack zurück. In diesem Moment gerade mit GetAllStackTraces bekomme ich die CallStack zurück von allen Threads, die momentan aktiv sind, also die gestartet sind, aber noch nicht beendet sind. Jeder Thread hat eine eigene, individuelle, in diesem Programm nur einmal vorkommende ID. Also zwei verschiedene Threads haben zwei verschiedene IDs. Mit GetID angewandt auf ein Thread-Objekt kann ich die ID von dem zugehörigen Thread dann zurückbekommen. Jeder Thread hat auch einen Namen. Ich kann jedem Thread einen Namen geben. Wenn ich keinen Namen gebe, dann ist es einfach ein String bestehend aus Thread, Bindestrich und fortlaufender Nummer. Man kann auch Prioritäten setzen von Threads, also die Priorität eines Threads erhöhen oder vermindern, aber nur in gewissen Grenzen. Sie haben Ihr Prozess, den Sie aufgerufen haben, läuft nur unter bestimmten Nutzerrechten, und nur im Rahmen dieser Nutzerrechte dürfen Sie die Priorität eines Prozesses erhöhen, was ja auch ganz logisch ist. Als normaler Nutzer sollten Sie nicht in der Lage sein, die Priorität eines Prozesses beliebig hochzusetzen, höher als wichtige Betriebssystemfunktionalitäten beispielsweise. Sleep haben wir schon des Öfteren mal gesehen. Jetzt sehen wir es endlich mal, wo das Ganze herkommt, nämlich der Parameter ist eine Anzahl Millisekunden, und mit Sleep wird dieser Thread, und zwar der Thread, in dem ich mich jetzt gerade befinde, um diese entsprechende Anzahl von Millisekunden schlafen gelegt. Hier also jetzt ein komplexeres Beispiel. Wir selbst schreiben diese Klasse Main, also diesen Hauptprozess, diesen Hauptthread, und so ähnlich wie dem Random Write Runner jetzt einen neuen Thread mit einer Runnable Klasse Write Runner. Diese beiden werden miteinander kommunizieren, und zwar über etwas, was wir nicht selber schreiben müssen. Diese Funktionalität hier in der Mitte, die ist über bestimmte Klassen aus der Java Standard Bibliothek schon vordefiniert, vorimplementiert. Die können wir einfach nutzen. Wir müssen sie nur starten und dann müssen wir mit ihr interagieren. Und zwar sehen Sie auch ungefähr, worum es hier geht. Von dem einen Thread, hier in diesem Fall wähle ich den Hauptthread, rufe ich eine Read-Methode auf, und dann wird so lange gewartet, dieser Prozess hier links pausiert so lange, bis tatsächlich etwas zum Lesen kommt. Dafür ist dieser Prozess zuständig. Irgendwann schreibt er etwas auf diese Pipe hinaus, und dann wird diese Pipe aktiv und erfüllt diesen Read-Wunsch, und jetzt erst bis dahin, von diesem Read bis zur Rückgabe, bleibt dieser Main-Prozess in diesem Read stecken und macht nichts anderes, und von da aus geht er dann einfach wieder weiter. Wir wollen auf diese Art und Weise nicht nur ein Datenelement, nicht nur eine Information von dem einen Thread zu dem anderen transferieren, sondern beliebig viele, und das völlig asynchron. Das heißt also, diese beiden Threads arbeiten jeder für sich, und über die Pipe wird dann die Kommunikation geregelt, ohne dass irgendwie festgelegt wird, was wann passiert, und dann kann es eben zu beliebig komplexen Mustern dazu führen, wann der eine Prozess etwas in diese Pipe hineinschreibt und wann der andere Prozess erstmal einen Leseraufruf startet, einen Aufruf der Methode Read startet, und wann dieser Aufruf der Methode Read zu Ende ist, weil etwas zum Schreiben eben da ist. Also ich habe jetzt hier nur ein mögliches Szenario mal beispielhaft herausgegriffen, wie sowas aussehen könnte. Es könnte zum Beispiel so aussehen, erst einmal, dass schon mal fleißig hier
zwei Datenelemente von dem einen Prozess in die Pipe hineingeschrieben worden sind, bevor zum ersten Mal ein Read hier passiert. Und weil schon Datenelemente da sind, kann dieses Read sofort befriedigt werden, kann sofort hier die Methode Read mit einem Rückgabewert zu Ende sein. Und es sind schon zwei Datenelemente hier reingeschrieben worden. Das heißt, auch ein zweiter unmittelbar folgender Aufruf von Read kann sofort befriedigt werden. Und weil in der Zwischenzeit ein weiterer Write hier passiert ist, könnte auch ein etwaiger dritter Aufruf von Read sofort befriedigt werden. Also diese Pipe wirkt im Prinzip wie ein Puffer, in dem Write, die Datenelemente, die mit Write hineingeschrieben werden, erstmal gepuffert werden, bis sie dann mit Read-Aufrufen abgeholt werden. Beziehungsweise natürlich kann es auch umgekehrt sehen, wie wir im ersten einfachen Beispiel gesehen haben, dass es beginnt mit einem Read-Befehl, bevor es dann zu einem Moment, wo in der Pipe keine Datenelemente drin sind, irgendwann später gibt es hier ein Write und dann kann sofort dieses Read befriedigt werden und entsprechend hier so weiter. Die hier farblich unterlegte Zeile ist die entscheidende im ganzen Beispiel. Hier werden zwei Streams miteinander verbunden, zwei Datenströme. Und zwar in dem einen Thread haben wir einen Piped Output Stream. In diesem Thread wird dann auf diesen Stream etwas hinausgeschrieben. In dem anderen Thread haben wir einen Piped Input Stream. Dort wird aus diesem Stream gelesen und hier durch diesen Konstruktoraufruf wird beides miteinander verknüpft. Hätten wir auch umgekehrt machen können, wir hätten hier oben erst einmal Piped Input Stream einführen können und dann die Verknüpfung hier mit einem Piped Output Stream mit dem Input Stream als Parameter machen können. Beides hätten wir machen können, wir haben uns für eins von beiden entschieden. Hier sehen Sie wieder Try with Resources zur Erinnerung. Wenn wir hier hinter dem Try in runden Klammern etwas schreiben wollen, so eine Eröffnung einer Ressource, dann muss dieses Klasse Piped Input Stream in diesem Fall das Interface AutoCloseable implementieren und das hat zur Konsequenz, wie immer dieser Try-Catch-Block verlassen wird, egal ob regulär ohne den Wurf irgendeiner Exception oder über eine Exception-Behandlung im Catch-Block oder sonst wie, es ist gewährleistet, sobald der Try-Catch-Block verlassen wird, wird diese Ressource wieder geschlossen, ist nicht mehr reserviert für diesen Thread, sondern kann von anderen Threads oder sogar ganz anderen Programmen dann wieder für was völlig anderes verwendet werden. Das ist in dem Fall, wo wir jetzt zwei Streams miteinander verbinden, für zwei Threads, die wir selbst geschrieben haben, vielleicht nicht ganz so wichtig, aber allgemein ist es wichtig. So zum Beispiel könnte dann die Klasse WriteRunner aussehen, muss natürlich wieder das Interface Runnable implementieren, denn in der Methode Run muss ja die Logik implementiert sein, was der Thread eigentlich machen soll. Und Sie sehen das Übliche erst einmal, das Bürokratische drumherum, ein Attribut, das durch den Konstruktor gesetzt wird. Und die Methode Run tut nichts anderes, als auf diesen Piped Output Stream dann 1000 Zahlen rauszuschreiben. Und im Hauptthread kann dann über diesen Piped Input Stream mit der Methode Read dann können diese 1000 Zahlen dann nacheinander herausgelesen werden und dort kann dann irgendwas Sinnvolles damit gemacht werden. Eine kleine Variation dieses Beispiels. Jetzt kommunizieren nicht der Hauptthread und ein zweiter Thread miteinander, sondern wir kreieren jetzt zwei Threads und die beiden kommunizieren über eine Pipe miteinander. Farblich unterlegt sind die beiden entscheidenden Zeilen. Wir schreiben eine Klasse ReadRunner und eine Klasse WriteRunner. ReadRunner bekommt einen Piped Input Stream, WriteRunner den zugehörigen Piped Output Stream. Die sind miteinander wieder wie im vorangegangenen Beispiel verknüpft worden. Und nach irgendeiner Logik schreibt WriteRunner irgendwelche Daten auf den Piped Output Stream und ReadRunner liest diese Daten dann aus dem Piped Input Stream und macht damit dann irgendwas Sinnvolles. In diesem einfachen Beispiel geht es um eine grundsätzliche Problematik bei nebenläufigen Prozessen oder Threads, wenn sie auf dieselbe Ressource zugreifen. In diesem Beispiel hier geht es darum, dass sowohl der Hauptthread, den Sie hier vollständig sehen, als auch der Nebenthread, der zusätzliche Thread mit einem Write Standard Output Runner, dass die beide auf Standard Out schreiben. Das heißt also auf das, worauf System Out schreibt,
solange System Out nicht mit Methode Set Out von Klasse System, so wie wir es gesehen haben, auf eine andere Datensenke umgesetzt wird. Das Problem ist, dass das völlig asynchron ist. Das heißt also, beide Prozesse, beide Threads schreiben auf dem Bildschirm hinaus, aber die Reihenfolge, in der die einzelnen Schreibprozesse von den beiden Threads dann durchgeführt werden, ist völlig unvorhersehbar, wird auch typischerweise von Aufruf zu Aufruf variieren, selbst auf derselben Plattform, wird auch auf anderen Plattformen wieder ganz anders aussehen, potenziell. Das heißt also, was auf dem Bildschirm herauskommt, ist ein zufälliger Wirrwarr, eine zufällige ineinander Vermengelung von dem Datenstrom, der aus dem einen Thread kommt, und dem Datenstrom, der aus dem anderen Thread kommt. Wir haben bisher noch gar nicht die Frage angesprochen, wofür Threads überhaupt gut sein sollen. Einen gewichtigen Vorteil von Threads werden wir gleich sehen im Zusammenhang mit GUIs. Den anderen gewichtigen Vorteil schauen wir uns jetzt anhand eines kleinen illustrativen Beispiels an. Auf dieser Folie sehen Sie erstmal ein Diagramm, was ungefähr einführt in dieses Beispiel. Auf den darauffolgenden Folien sehen Sie dann die Implementation in Java. So, worum geht es? Es geht um ein Array von Zahlen in irgendeiner Art von numerischen Berechnung. Und alle Komponenten, also alle Zahlen in diesem Array, sollen irgendwie prozessiert werden. Und der entscheidende Punkt ist, dass jede Komponente für sich genommen separat unabhängig von den anderen Komponenten prozessiert werden kann. Ein sehr häufiger Fall. Und das heißt, dass prinzipiell theoretisch auch die Prozessierung der einzelnen Komponenten parallelisiert werden könnte. Vorausgesetzt, man hat etwas zur Hand, womit man parallelisieren kann. Ein Werkzeug zur Parallelisierung. Threads sind prinzipiell ein Werkzeug zur Parallelisierung, wenn die einzelnen Threads auf unterschiedlichen zentralen Prozessoreinheiten laufen, dann können sie nebeneinander herlaufen. Es gibt auch Anwendungen, das schauen wir uns nicht an. Da können diese einzelnen Threads dann auf unterschiedlichen Rechnern laufen. Das ist natürlich noch ein höherer Grad von Parallelisierung. Hier geht es nur um das grundlegende Prinzip. Mit Threads kann man prinzipiell parallelisieren. Und das läuft letztendlich hier darauf hinaus, dass wir mehrere Threads, viele Threads haben. Vielleicht organisiert, so wie hier angedeutet, in einem Array von Threads. Und jeder einzelne dieser Threads bearbeitet ein Segment dieses Arrays. Am besten jeder einzelne Thread dieselbe Größe, damit die einzelnen Threads möglichst gleichzeitig dann auch fertig werden. Es bringt ja nichts, wenn der eine Thread wenig zu tun hat und schnell fertig ist und der andere Thread extrem viel zu tun hat und dann erst später fertig wird, denn auf den spätesten muss ja dann gewartet werden, bevor der ganze Prozess weitergehen kann. Da jetzt nun die Anzahl der Komponenten im Array, die Länge des Arrays nicht unbedingt ein ganzzahliges Vielfaches der Anzahl der Threads ist, kann es natürlich sein, dass hier bei der letzte Thread etwas weniger zu tun hat als die anderen. Hier mit dem Code auf dieser Folie richten wir diese Threads ein und starten sie alle und lassen sie tatsächlich dann jeweils ihr Segment des Arrays prozessieren. Also fangen wir mal hier an. Hier wird das Array von Threads eingerichtet mit einer Zahl Number of Threads, die wir hier oben bestimmen. Dazu kommen wir gleich. Danach gehen wir alle Threads durch. In diesem Array initialisieren die jeweils mit Anfangs- und Endpunkt im Segment. Dazu haben wir die Segmentgröße berechnet und berechnen dann jeweils Anfang und Ende jedes Segmentes für jeden einzelnen Thread. Dann starten wir die alle. Also erst erzeugen wir die Thread-Objekte wie immer. Hier in Double Array Segment Runner mit einem Array A, das prozessiert wird, und in B, hatte ich vorher nicht gesagt, sollen die ein weiteres Array, das genauso groß ist wie A, da sollen die Ergebnisse sein. Das heißt also, das Ergebnis der Prozessierung von der Komponente an Index I in A soll hinterher an Index I in B stehen. Eine typische numerische Anwendung. Hier Anfangs- und Endstück des Segments, Anfangs- und Endindex des Segmentes, und hier wird übergeben die Funktion, die in Java natürlich eine Methode, die dann tatsächlich das Prozessieren vornimmt. Dann schauen wir uns hier oben das an. Ja, ich habe hier eine fiktive
Methode hergenommen. Sie kennen diese Ausdrucksweise. Zur Erinnerung, auf die Art und Weise können Lambda-Ausdrücke in Java gebildet werden, die aus einem einzigen Methodenaufruf bestehen, nämlich diese Methode, die hier angegeben ist, von einer Klasse groß X. Und die Anzahl der Threads und die Segmentgröße, die werden berechnet auf Basis der Anzahl der vorhandenen zentralen Prozessoreinheiten. Dafür gibt es diese entsprechende Klassenmethode getRuntime von einer in der Standardbibliothek vorhandenen Klasse Runtime. Und von dem Ergebnis von getRuntime bekommen Sie die Anzahl der Prozessoren. Das lässt sich alles relativ leicht recherchieren in der Dokumentation der Java Standardbibliothek. Wenn Sie einfach dort nach der Anzahl der Prozessoren suchen, dann bekommen Sie recht schnell dieses Ergebnis zusammen. Und wie sich jetzt die Segmentgröße berechnet, das gehört nicht zu diesem Beispiel hier. Das gehen wir jetzt hier in diesem Video nicht durch. Aber in dem entsprechenden Foliensatz mit Annotationen, mit Notizen im systematischen Durchgang durch den Vorlesungsstoff wird das genauer erklärt, wie diese Segmentgröße korrekt aus dieser Formel berechnet wird. Hier geht es jetzt weiter. Nachdem wir die Threads eingerichtet und gestartet haben, warten wir jetzt einfach, bis alle Threads zu Ende sind. Das heißt also, wir fragen permanent in dieser Vorschleife ab, ob jetzt noch irgendein Thread dabei ist, der noch nicht den Status terminated hat. Also Sie sehen, auch das kann man leicht recherchieren in der Dokumentation zur Java Standard Bibliothek, dass die Klasse Thread noch ein State hat, und da können Sie dann mit abfragen mit terminated, ob der Status des Threads terminiert ist, also ob der Thread schon zu Ende ist oder ob er einen anderen Status hat. Und solange es mindestens einen Thread gibt, der noch nicht terminiert ist, geht es einfach weiter mit dem Abfragen. Wenn jetzt also irgendwann tatsächlich alle Threads den Zustand terminated haben, dann heißt das, all Threads finished wird nicht auf false gesetzt in dieser Schleife. Das heißt, die äußere Schleife, die While-Schleife, ist dann zu Ende, und es kommt dazu, dass die Ergebnisse hier auf dem Bildschirm ausgeschrieben werden, denn die Ergebnisse sollten ja in dem Array A stehen. Ich muss Sie aber darauf hinweisen, dass dieses Beispiel, was wir jetzt eben gesehen haben, kein Musterbeispiel ist für Parallelisierung in Java mithilfe von Threads, sondern einfach nur der Illustration diente. Wenn Sie wirklich mit Threads parallelisieren wollen, dann müssen Sie da sehr viel tiefer in die Materie einsteigen. Wir haben bisher nur den Fall gesehen, dass Threads sich selbst beenden, einfach dadurch, dass die Methode run fertig ist. Jetzt schauen wir uns den Fall an, dass der Thread, der einen anderen Thread eingerichtet hat, diesen dann auch wieder irgendwann beendet. Dazu schreiben wir eine Runnable-Klasse, die nennen wir auch gleich Terminable Runner, um das anzudeuten, worum es ja geht. Diese Klasse ist sehr allgemein gehalten. Sie tut mit irgendeinem Datentyp irgendwas mit Streams, Consumer und so weiter. Interessiert uns alles überhaupt nicht. Das sind alles nur Beispielmaterialien. Was uns interessiert, sind die beiden gelb unterlegten Zeilen erst einmal hier auf dieser Folie. Nämlich, wir richten eine boolesche Variable an, die in dieser Klasse besagt, ob dieser Thread jetzt beendet werden soll oder ob er noch weiterlaufen soll. Ein typischer Fall ist, dass die Methode run im Wesentlichen aus einer Schleife besteht, die potenziell unendlich lange läuft, beziehungsweise so lange läuft, bis von außen der Anstoß kommt, dass die Schleife und damit die Methode run und damit der ganze Thread beendet wird. Was hier drin wirklich passiert, ist nur Beispielmaterial. Entscheidend ist, dass, was hier gelb unterlegt ist, nämlich diese Schleife läuft so lange, bis to be terminated true ist. Hier to be terminated war ja initialisiert mit false und wird hier nirgendwo in Methode run auf true gesetzt. Das heißt, der Anstoß muss tatsächlich von außen kommen. Das Attribut to be terminated ist der private, wie es sich gehört. Das heißt, Klasse Terminable Runner muss in Form einer public Methode eine Möglichkeit bieten, um kontrolliert darauf zuzugreifen. Kontrolliert heißt, es bietet die Möglichkeit, mit dieser Methode terminate tatsächlich den Anstoß zu geben, um den Thread zu beenden, aber bietet keine darüber hinausgehende Möglichkeit, irgendwie fälschlich mit dem Attribut to be terminated herumzuspielen. Der Hauptthread muss sich also
eine Referenz halten auf dieses Objekt von Terminal Runner und kann dann mit dieser Referenz die Methode Terminate aufrufen und damit dafür sorgen, dass beim nächsten Durchlauf durch die Wahlschleife in Methode Run dann tatsächlich die Wahlschleife und damit die Methode Run und damit der ganze Thread beendet werden. Hier noch einmal kurz zusammengefasst die Übersicht, wofür Threads eigentlich gut sind. Für den ersten Punkt haben wir ein kleines Beispiel gesehen. Sie erinnern sich das mit den Prozessierungen des Arrays. Aber wir haben auch gesagt und gesehen, dass man dieses Beispiel mit Vorsicht zu genießen hat. Für den zweiten Punkt haben wir bisher nur illustrative Beispiele gesehen, die noch nicht unbedingt viel Sinn hatten. Aber das werden wir im Zusammenhang mit GUIs gleich nachholen. Aber bevor wir zu GUIs kommen, nur noch ganz kurz eine Nebenbemerkung, dass Parallelität in Streams, in dem Konzeptstream und im Interface-Stream und implementierenden Klassen schon im Prinzip eingebaut ist. Das sehen Sie hier. Wir haben schon gesehen, das Interface List mit groß L, Java Util List, bietet eine Methode Stream, um aus der Liste einen Strom zu erzeugen. Es gibt auch die alternative Methode ParallelStream, mit der ein Strom erzeugt wird, der potenziell durch das Laufzeitsystem parallelisierbar ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Laufzeitsystem tatsächlich diesen Strom parallelisieren wird und auch keine Garantie dafür, in wie viele parallele Einheiten, auf wie viele Threads das Laufzeitsystem die Arbeit verteilen wird. Aber es ist sozusagen ein Hinweis an das Laufzeitsystem. Wenn, liebes Laufzeitsystem, wenn du denkst, dass du hier eine Verbesserung erzielen kannst durch Parallelisierung, dann tu das. Setzt aber voraus, dass sämtliche Operationen, und das ist bei diesen Operationen hier gewährleistet, dass sämtliche Operationen tatsächlich parallelisierbar sind. Bei Filter, bei Map zumindest, das ist parallelisierbar. Da kann man jedes einzelne Element unabhängig von den anderen Elementen dann jeweils prozessieren und kann das dementsprechend beliebig parallelisieren, die einzelnen Elemente zu prozessieren. Später dann bei Average muss das dann natürlich wieder, müssen die Threads wieder zusammengeführt werden. Wir kommen jetzt zum Thema GUIs, also Graphical User Interfaces, zu Deutsch grafische Benutzerschnittstellen. Wir beginnen mit einem extrem einfachen Beispiel. Unser Programm tut nichts anderes, als ein Fenster zu öffnen. Und zwar ein richtig vollständiges Fenster mit Rahmen drumherum, wo Sie die üblichen Möglichkeiten finden zum Ikonifizieren, zum Vollbildmodus und zum Beenden des Fensters und wo Sie oben irgendwo einen Titel für das Fenster finden und so weiter, was Sie halt so gewöhnt sind an Funktionalitäten für Fenster, die für alle Fenster, die von irgendwelchen Programmen geöffnet werden, gleich sind, weil das regelt nicht das einzelne Programm, sondern das regelt der Window Manager im Hintergrund, der dafür sorgt, dass jedes Fenster, das geöffnet wird, einen entsprechenden Rahmen hat. Und dieser Window Manager bekommt dann auch tatsächlich die Informationen dazu, wenn Sie beispielsweise auf den Knopf zum Ikonifizieren tippen im Rahmen, dass dann das Fenster ikonifiziert werden soll und der Window Manager macht das dann mit diesem Fenster. Und weil das jetzt also vollständige Fenster mit Rahmen sind, lautet der Name der Klasse, um die es da geht, Frame. Wir sehen diese Klasse Frame, das Objekt, das das Fenster öffnet im Prinzip, das die Organisation des Fensters macht, ist ein eigener Thread, so wie wir das bisher schon kennengelernt haben. Und dem können wir mit Methoden aufrufen, wie Sie das hier sehen, erst einmal im Diagramm und gleich auch im Java-Code. Mit Methoden aufrufen können wir dieses Fenster dann manipulieren. Hier sehen Sie jetzt den Java-Code, der das Diagramm realisiert von der letzten Folie. Also wir richten erst einmal wie üblich ein Objekt ein und eine Referenz. Und diese Klasse Frame hat einen Konstruktor mit einem einzelnen Parameter vom Typ String. Und das wird dann der Titel, den Sie typischerweise oben in der Mitte im Rahmen sehen. Und dann sehen Sie hier, damit das Fenster nicht nur eingerichtet ist, sondern auch tatsächlich auf dem Bildschirm sichtbar ist, müssen wir Methode setVisible aufrufen mit true. Erst dadurch wird das Fenster, das eigentlich schon irgendwie vorhanden ist, aber noch nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist, erst dadurch wird das Fenster auf dem Bildschirm angezeigt. Können Sie auch wieder
Mit Set Visible False dafür sorgen, dass es nicht mehr angezeigt wird. Sie können den Hintergrund, die Hintergrundfarbe zum Beispiel wählen. Hier etwa mit dieser Hintergrundfarbe von Klasse Color. Und am Ende können Sie das Fenster ganz wieder entsorgen. Hier noch ein anderes Beispiel, was Sie so alles mit einem Frame-Object machen können, also mit dem Fenster auf dem Bildschirm. Sie können auf die Art und Weise zum Beispiel dafür sorgen, dass das Fenster ikonifiziert wird, beziehungsweise dass es wieder auf die vorherigen Koordinaten zurückgebracht wird oder auch, dass es auf maximale Breite gesetzt wird. Was Sie noch für Optionen haben neben diesen dreien, das können Sie unschwer in der Dokumentation der Klasse Frame finden. Das Fenster eben im ersten Beispiel war völlig leer. Sie werden typischerweise, solange Sie nicht die Hintergrundfarbe umsetzen, einfach eine weiße Fläche sehen. Nach Umsetzen der Hintergrundfarbe eine entsprechend gefärbte Fläche. Dabei soll es natürlich nicht bleiben, sondern wir beginnen jetzt das Fenster zu füllen. Und zwar einfach mit zwei Knöpfen, mit zwei Buttons. Und Sie sehen, dass das Prinzip immer dasselbe ist. Das sind alles völlig separierte Einheiten, die in eigenen Threads laufen und mit denen dann der Hauptthread entsprechend über Methoden interagieren kann. Sie sehen, dass das prinzipiell erstmal sehr einfach aussieht, solange die Buttons noch nichts wirklich tun sollen. Wir richten einfach zwei Button-Objekte ein und das, was Sie hier als String-Parameter übergeben, ist das, was auf dem Button jeweils stehen soll. Sie können auch noch die Schriftart, Schriftgröße und so weiter von dem, was da drauf steht, ändern. Das habe ich hier beispielhaft einmal gemacht mit Setfont. Font heißt ja sowas wie Schriftart. Und da habe ich einfach angegeben, es soll die Schriftart Helvetica sein. Es soll mit Bold wird angegeben, dass es Fettdruck sein soll. Und 20 ist die Schriftgröße. Und Klasse Frame hat eine Methode Add, mit der wir hier die beiden Buttons einfügen können. Und dann werden diese beiden Buttons in der Regel nebeneinander angezeigt und zwar von vornherein schon so angezeigt, dass die beiden Buttons mit den Texten und mit den gewählten Schriftgrößen möglichst gut nebeneinander da stehen. Natürlich soll etwas Bestimmtes passieren, wenn der Nutzer über die GUI auf den Button klickt. Ja, dann soll natürlich irgendeine Aktion passieren. Und dafür sehen Sie kurz angedeutet in diesem Diagramm die Methodik, nämlich mit einer Methode ActionListener ein Objekt beim Button zu registrieren. Und wann immer auf den Button geklickt wird, wird von diesem Objekt dann eine bestimmte Methode aufgerufen. Hier sehen Sie jetzt den Java-Code zum letzten Programm. Wir richten wieder ein Frame und einen Button ein. Dass der Button ins Frame eingefügt wird, das ist jetzt hier ausgelassen. Aber der wichtige Punkt ist hier unten, mit AddActionListener wird eben dieses Objekt dem Button zur Registrierung gegeben. Und wann immer jetzt von jetzt an nach diesem Aufruf der Methode AddActionListener auf den Button geklickt wird, wird dann eine bestimmte Methode, die in diesem Interface ActionListener schon definiert ist und dann natürlich hier in der Klasse BackgroundColorListener gleich zu implementieren sein wird, wird diese Methode aufgerufen und tut dann das, was eigentlich passieren soll, wenn auf den Button geklickt wird. Bevor wir zur Implementation der Klasse BackgroundColorListener kommen, schauen wir uns in diesem Diagramm ganz kurz an, wie man sich das überhaupt vorstellen kann, was es heißt, was dann passiert, wenn beispielsweise auf einen Button geklickt wird. Das ist nur ein Beispiel, auf einen Button zu klicken. Es geht ganz generell um Events, um Ereignisse. Ereignisse sind zum Beispiel, dass auf der Tastatur eine Taste geklickt wird oder dass auf der Maus eine Taste geklickt wird oder dass die Maus bewegt wird, dass die Taste heruntergedrückt wird und festgehalten wird oder wieder freigelassen wird. Das sind alles Events, Ereignisse, mit denen wir uns später noch im Einzelnen befassen werden. Der Punkt ist der, es gibt hier im Hintergrund noch einen weiteren Prozess, die Event Loop, die nichts anderes tut, als auf Ereignisse dieser Art zu warten. Dort kommen diese Ereignisse an. Und die Event Loop schaut dann anhand der Koordinaten, wo der Mauszeiger gerade auf dem Bildschirm war, welcher Prozess dieses Event dann bekommen soll, an welchen Prozess dieses Event weitergereicht werden soll und tut das dann natürlich auch. Also, wenn beispielsweise auf einen Button geklickt wird, dann
ist der Mauszeiger ja gerade in diesem Button drin. Das heißt, die Koordinaten des Mauszeigers sind in dem rechteckigen Bereich des Buttons enthalten. Die Event Loop entscheidet daraufhin, dass der Maus, dass der Prozess, der zu diesem Button gehört, dann dieses Event bekommen soll und ruft dafür eine entsprechende Methode auf. Und das sehen wir uns jetzt in Java. So sieht die Klasse Background Color Listener im Wesentlichen aus. Muss ein bestimmtes Interface implementieren und dieses Interface hat die Methode Action Performed in dieser Form mit einem einzigen Parameter von einem Typ von einer Klasse Action Event, die wir uns gleich anschauen werden, liefert nichts zurück. Und das ist in diesem ersten Beispiel wird dieser Parameter noch nicht genutzt, sondern es wird einfach der Hintergrund gesetzt mit einer Farbe, die vorher hier irgendwo als Attribut gespeichert wurde, im Konstruktor gesetzt worden ist. Das heißt also, wenn der Button geklickt wird, bei dem dieser Background Color Listener registriert worden ist mit Add Action Listener, dann wird diese Methode Action Performed aufgerufen und durchgeführt und der Hintergrund wird auf diese neue Farbe gesetzt. Wir haben eben noch einen zweiten Button ins Fenster eingefügt, auf dem stand das Wort Quit und genau das soll auch passieren, wenn auf den Button gedrückt wird, nämlich das Fenster, das gesamte Fenster soll beendet werden und dafür müssen wir natürlich dann wieder, genauso wie im ersten Beispiel, eben einen Listener schreiben. Den nennen wir sinnvollerweise Quit Listener, muss natürlich wieder das Interface Action Listener implementieren, muss dementsprechend auch wieder diese Methode Action Performed haben mit diesem Parameter und Rückgabe Void. Wir haben schon gesehen, wie man das Fenster ganz loswerden kann mit Methode Dispose. Zusätzlich haben wir uns festgelegt, dass diese Methode Action Performed, also der Mausklick, auf diesen Quit-Button noch etwas weiteres leistet. Und das ist unser erstes Beispiel dafür, dass wir tatsächlich diesen Parameter hier benutzen. Nämlich, was wir hier wollen, auf PAUT, auf einen Strom, der mit einer Datensenke verbunden ist, einfach bestimmte Informationen hinauszuschreiben. Nämlich, zu welcher Stunde, zu welcher Minute dieses Event passiert ist und damit dieses Fenster beendet worden ist. Da sehen Sie hier Event, Action Event, Klasse Action Event hat eine ganze Reihe nützlicher Methoden und eine davon ist GetWhen. Und ja, Sie sehen schon, dass da muss man dann halt ein bisschen recherchieren in der Dokumentation, dass das, was hier GetWhen zurückliefert, etwas ist, was dann in einen Timestamp am besten hineinkommt, also in ein Objekt der Klasse Timestamp, weil dieses Objekt der Klasse Timestamp leistet etwas, was die Rückgabe, der Rückgabewert von GetWhen für sich genommen noch nicht enthält, nämlich tatsächlich eine Ausdifferenzierung, zu welcher Stunde, zu welcher Minute und so weiter dieser Event stattgefunden hat. Und so sieht dann das Gesamtbild für dieses Beispiel aus mit dem Einrichten des Frame, des Fensters, mit dem Einrichten der beiden Buttons, mit dem Einrichten der beiden Action Listener, mit der Registrierung der beiden Action Listener bei den Buttons und mit dem Einfügen der beiden Buttons ins Fenster. Das, was wir eben gesehen haben, ist eine Möglichkeit, ein Fenster zu bauen und dann mit Inhalt zu bestücken. Weitere Inhalte neben Buttons werden wir dann noch später sehen. Es gibt aber auch noch eine andere sehr häufig genutzte Möglichkeit, nämlich wenn man schon weiß, für eine spezielle Art von Anwendung, dass das Fenster immer bestimmte Bestandteile haben wird, immer bestimmte Buttons vielleicht an bestimmter Position haben wird oder ähnliches, dann geht man auch häufig her und nimmt nicht die Base, nehmen nicht Frame selber, sondern leitet davon eine andere Klasse ab, nenne ich hier QuitFrame einfach, weil es wieder um das Verlassen über einen Button geht. Und das lassen wir, hier lassen wir die Details im Wesentlichen aus. Das Wichtige ist dann hier, dass im Konstruktor dann tatsächlich dieser Button schon eingerichtet wird mit dem Action Listener und so weiter. Auch der Name des Fensters schon eingerichtet wird in dem so gestalteten Beispiel. Das heißt also, wir haben hier eine Klasse von Fenstern, die schon einen Quit-Button haben. Wenn wir eine Anwendung haben, bei der jedes Fenster einen Quit-Button hat, dann können wir statt von Frame von Quit-Frame ausgehen.
nicht unerwähnt bleiben soll, dass Action Listener ein Functional Interface ist und Action Performed die funktionale Methode davon ist, sodass wir hier wieder wie gelb unterlegt mit Lambda-Ausdrücken arbeiten können und uns damit die Arbeit deutlich ersparen können, eben keine Klasse explizit ableiten und kein Objekt von dieser abgeleiteten Klasse explizit einrichten müssen.